Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mad Max. So, dann wollen wir doch mal gleich losstarten hier. Machen wir jetzt nochmal eine kleine Schrottsammeltour. Nee, komm. War jetzt gerade am Überlegen, mach ich das jetzt so oder wie Mamas? Na? Nicht getroffen. Alter. Na, warte. Habt ihr ein Schwein, dass das hier gleich als nächstes mein Ziel hier drüben ist? Oh, 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 oh. Das ging ja nochmal gerade so gut aus. So, aber brauchen wir jetzt hier noch den... Ja, brauchen wir. Den Greifhaken. Dann müssen wir nämlich einmal kurz beiseite schieben hier. So. Denn wir wollen ja eigentlich da unten rein. Wer hat da jetzt gerade rumgebrüllt? Ach so, ihr seid hier unten schon. Na komm. Vergiss es. Und tschüss. Ist ja mega fies hier. So, Messer haben wir wieder. Beute nehmen wir uns auch. Boah, 1400, also. Für die nächste Panzerung. Ja, und das Ganze für einmal Schrott hier. Schlimm, schlimm, schlimm. Gut, aber wir haben alles wieder voll. Kann ich eigentlich schon den nächsten nehmen? So. Mal kurz einsteigen. Den können wir ja loslassen. Das müssen wir nicht mit uns ziehen. Brauchen tun wir das nicht mehr. Komm ich jetzt hier auch irgendwie wieder hoch? Alles ein bisschen steil hier. Na, hier könnten wir einmal wieder nach oben gelangen. Und hier kriegen wir auch nochmal rüber. Das ist, da sind wir doch wieder auf der Straße, so wie es hier hört. 460 Schrott. Danke, danke. So, alle Hubs. Und dann wollen wir nochmal gucken hier. Hier haben wir nämlich den nächsten. Außenposten. Historisches und einmal Schrott. Na gut, dann gucken wir doch mal. Hier ist bis jetzt nichts. Gleich beides nebeneinander. Das ist schön. So, Schrott mitgenommen. Okay. Und die Nachricht haben wir auch erhalten. So, jetzt schnell wieder zurück. Alle Hubs. Können wir eigentlich schon mal den nächsten vormerken. I don't mean to question your saintly methods, but the angel calls for our holy work to go on. Ja, aber wir brauchen ja Schrott für den Angel, ne? Also. Ohne Schrott können wir das Ding auch nicht weiter aufwerten. Dementsprechend müssen wir das ja irgendwie machen hier, ne? So, da oben drauf wird das wohl wahrscheinlich sein. Na, die brüllen mich doch schon an hier. Hallöchen. Jemand zu Hause? Nein? Those things. Insane vessels. I've seen them before. Huge bodies. With tiny small wheels on them. Ich glaube, keiner mehr da. So, nehmen wir uns hier einmal kurz alles mit. Einmal Beute hier, einmal Beute da. Ah, zu
früh. Und Batz. Und tschüss. Ja, Schraubenschlüssel, ne? Immer hilfreich. Gut, dreimal Schrott haben wir jetzt hier insgesamt. Insgesamt dreimal Schrott. Auch wirklich nur dreimal Schrott hier. Na komm, hier bestimmt. Einmal oben, einmal unten. Ja, unten. So, und oben bestimmt auch nochmal. Komm. Mit dem Schraubenschlüssel in der Hand. Nee, oben nicht. Okay, schade. Hätte ja sein können. Aber wo haben wir denn das dritte? Ach, da. Da blitzt es mich doch schon förmlich an. Na gut, mitgenommen. So sind wir schon wieder bei 1700. 1400 brauchen wir fürs nächste Upgrade. Ja, das müssen wir noch heute zusammenkriegen. Dank den 460, die wir nochmal so nebenbei gekriegt haben. Passt das. Was ich aber schade finde, dass er nicht auf dem Rückbank mal sagt, okay, ich gönne mir jetzt einfach mal nochmal den Schraubenschlüssel, den man dann mitführen kann. Aber Safety first, ne? So, da vorne sehe ich schon das nächste Lager. Dann gucken wir doch mal hier. Erstmal langsam reinfahren. So, was haben wir denn hier? Noch gar nichts. Okay, gut. Dann steigen wir mal kurz aus. Ach, Hallöchen, der Herr. Möchtest du mir deinen Schraubschlüssel freiwillig geben? So, nächsten weg. Und knacks. Oh, hast du dein Schild verloren? So, kriegst nochmal ein Messer. Und dann passt das. Gut, was haben wir denn hier? Dreimal Schrott. Naja, Waffe werde ich wohl wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Gucken wir doch mal. Schrotti, Schrott, Schrott. Nee, hier ist eine Kochstation. Da sind wir reingekommen. Hier ist nichts weiter drin. Aha, das erste Mal. Okay. Das sieht hier aus, als würden sie hier Gefangene halten. Mit einem schönen Ausblick wenigstens. Na, da oben können wir nochmal rein. Ach, da hinten liegt noch einmal. Das hat die Sonne so angeblinzelt. Na, ist nur Ecke. Dann müsste es ja hier in dem Haus sein, oder? Na gut, Munition wenigstens. Zwei weitere Messerchen. Denn haben wir noch auf der anderen Seite hier einen Aufgang. Laufen wir hier einmal komplett rüber. Hier sind ja noch Gegners. So. Na komm. Und tschüss. So, wer hat geschossen? Ach, er schießt. So, gute Nacht. Und da haben wir auch das letzte Mal Schrott. Wunderbar. Nehmen wir uns doch einmal mit. Gut, Suchbereich fertig. Wir hätten hier nochmal Wasser. Und dann kann ich mal kurz was trinken. Der eine Schuss in den Fuß muss ja schnell geheilt werden. So, einmal kurz blub, 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 blub machen. Wunderbar. So, und dann jetzt zum nächsten rüber.
Da können wir eigentlich jetzt hier direkt geradeaus fahren. Das lohnt sich doch. So. Oh, the blue tarp means they collect night driplets. So maybe we can get some water. Gut. Für sich schöne Strecke hier. Ach, da höre ich die schon wieder alle schreien hier. So. Wollt mich nur mal anwesend melden. So, ich darf doch mal deinen Schrott haben. Und deinen darf ich doch auch haben. Was haben wir denn hier? Dreimal Schrott. Okay. Und zack, weg mit dir. Jetzt hält sich der andere da hinten die ganze Zeit raus, oder was? So, ich nehme auch die Waffe. Dann hat er auch mit Absicht gemacht. Der hat doch irgendwie eine Explosionsweste an, oder? Der wollte sich doch bestimmt in die Luft jagen. Naja, gut. So. Einmal kurz das Messer nachtanken. Hätte ich nicht einfach auf den schießen können? Wäre das nicht simpler gewesen? Bestimmt. So, was haben wir hier? Hier haben wir nochmal Schrott. Na, wir kommen voran. Wir kommen voran. So, und hier hinten müsste jetzt noch zweimal zu finden sein. Hoffe ich mal. Nee, Schlafgemach. Nächste Schlafgemach. Keiner schläft auf Schrott. So. Vergiss es. Na, ah, mit dem Kreuz. Hilft das. So, Messer haben wir schon. Hier ist Schrott. Hier kriegen wir auch nochmal Schrott. Und hier liegt auch nochmal Schrott. Wunderbar. Können wir jetzt von hier aus einmal komplett rum, oder wie? Nee, ist nur die Wachposition hier. Na gut. Aber wenigstens schön mit Sofa, ne? Und einer schönen Couch. Damit man auch wenigstens bequem sitzt. Gut. Dann holen wir uns jetzt gleich vom nächsten Lager den Schrott ab. Fehlt ja jetzt echt nicht mehr viel. Damit wir das einmal hinkriegen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eher wieder für mit einer Quest zusammenhängt. Dabei wollen wir doch nur die nächste Ummantelung für unser Auto haben. So. Oh. Grip verloren. Ja gut, dann nehmen wir Abkürzung. Wenn schon, denn schon. Stell mir mal vor, wenn er sagt, dass uns Flügel gewachsen sind, dass da jetzt wirklich Flügel rauskommen. Das wäre doch mal schön. Richtig Transformer-like. So, zwei Dinger sehe ich hier auf jeden Fall. Mal gucken. Einen haben wir hier. Steigen wir mal schon mal aus. Oh, just leave me here then. I'll spend some quality time with. Weil ich sehe hier schon. Oh, das wird ja relativ simpel sogar. So, die Kreatur, die will ich jetzt nicht töten. Essen muss ich jetzt gerade nicht. Hab keinen Hunger. Na gut, passt schon. Was macht ihr jetzt da? Seid ihr jetzt stinkig, dass ich euch beklaut habe, oder was?
Na gut. Und dann nehmen wir noch mal einen raus. Und zack, nehmen wir den nächsten raus. Ja, ihr seid ja keine Gegner hier. Ihr hättet mal in den Fahrzeugen bleiben sollen. So, können wir hier wenigstens... Upsala. Ja. Klappen tut's trotzdem. So. Sammeln wir so nochmal ein bisschen Schrott. Gut. Und hier hinten soll jetzt nochmal was sein. Sogar mit Wasser. Ich weiß nicht, ob wir da reinfahren müssen oder... Sieh sogar den Schrott. Aber wir müssen da wohl wahrscheinlich reinfahren. Wir müssen uns mit der Harpune rausholen. Chumbucket, komm hier! Ich wollte gerade sagen, kommst du jetzt her? I'm here for you. das kleine Stück hätte ich, glaube ich, auch laufen können. Okay. Ich kann das nicht ziehen. Ah, uno momento. Oh, wir sind ja schon wieder in einem völlig anderen Hoheitsgebiet hier, ne? Da kommen wir gar nicht durch so. Das ist noch von der anderen Seite hier, ne? Oder gehört das hier zum Good Gash? Könnte jetzt noch dazugehören, könnte aber auch nicht. Wir lassen den mal noch offen. Den können wir ja später dann nochmal machen. Und jetzt probieren wir hier mal eine kleine Abkürzung. Jetzt kannst du sagen, dass wir fliegen. Eieieiei. Oh. Ja, das hat auch gut geklappt von oben. So, dann können wir hier gleich zur nächsten Base übergehen. Ja, das war doch mal eine schöne kurze Fahrt hier. Nicht what? Oh. Ja, das war eigentlich nicht den ich haben wollte. Ich wollte eigentlich den Flammenwerfer. Ja gut, passt schon. Ach, da sind auch drei. Vier. So, erste Messerchen. Oh, vergiss es. Au. Tat doch bestimmt weh. So, nehmen wir uns kurz die Beute. Falls es hier jetzt noch Gegner gibt, ich habe einen Schraubenschlüssel. Na komm, fehlt nicht mehr viel. Können wir ja sogar noch mit den Leuten hier zusammen. So, historisches Relikt und dreimal Schrott. Ja, Aufwertung haben wir schon mal drin. Nee, das ist was anderes. Dann gucken wir hier mal rein. Ah, Schrott. Gut. Ein kleines Kistchen verschlossen. Aber nicht lange. So, jetzt fehlen noch zwei Sachen. Da liegt der dritte Maschrott und das historische. Wunderbar. Okay. Gut. Haben wir das auch fertig soweit? Haben wir jetzt hier noch einen in der Nähe? Ja, einen hätten wir noch. Den nehmen wir uns nochmal Gaudi mit. Aber komm, wir können ja vorher die Aufwertung wenigstens schon mal machen. So, 1400. Let's go. Bam. So, mehr Panzerung geht jetzt schon nicht mehr. Das heißt, wir haben jetzt die maximale Panzerung drin.
Und dann hätten wir jetzt bei den Reifen als nächstes was Neues. Auch 1400. Ja, wird teuer. Wird auf jeden Fall teuer. Aber die Haftung brauchen wir ja auf jeden Fall. Und ich sehe da, ich habe was vergessen. Das war den ich in die Luft gesprengt hatte. Wer den Minischrott nicht ehrt, ne? Ist den großen Kanister-Schrott nicht wert. So, jetzt erstmal hier versuchen abzukürzen. Wenigstens so ein bisschen. Ja, man merkt, das Ding fährt sich jetzt ein bisschen schwerer. War jetzt schon wieder ein bisschen weniger Handling. Aber er kommt wenigstens noch um die Ecken. Und das ist eigentlich die Hauptsache. Bezüglich mit dem Boost kann man eigentlich viel wieder gut machen. Na, bin ich mal jetzt gespannt. Jetzt haben wir ja ordentlich live dazu gekriegt. Boah, ich muss. Ich kann nicht anders. Ich muss. Hui! Auch wenn das jetzt ein bisschen in die falsche Richtung ging. Aber ist okay. So. Hallöchen, Lager. Na, wollt ihr rauskommen? Nein? Schade. I'm going. Wait here. Ich wollte gerade sagen, der. So, Lebensmittel, wenn er jetzt herkommt. So, und zack. Ah, ich wollte gerade schießen. Au. So. Aber ich glaube, jetzt hat keiner mehr Probleme. Dreimal Schrott kriegen wir hier. Dann haben wir hier schon mal das erste. Da liegt das zweite. Und jetzt fehlt nur noch das dritte. Munition liegt da noch. Nehmen wir mal Gaudi mit. Warum auch nicht. Wo ist das dritte Mal Schrott von euch versteckt? Was ist hier los? Ach da, Mensch, ich hab das gar nicht gesehen. Ja, Blindfisch vom Dienst, ne? Passt schon. So, das nehmen wir uns auch nochmal mit. Ja komm, eigentlich noch so einen kleinen könnten wir nochmal schaffen hier. Das wäre doch jetzt nicht so verkehrt. Dann können wir in der nächsten Folge wieder mal eine Festung angreifen, ne? Weil wir sind ja jetzt schon wieder fast im neuen Gebiet drin, ne? Okay, 600 Schrott nochmal gekriegt. Umdreht er dann gleich um? Och, Mensch. Da brauche ich jetzt keine Zeit, dich zu jagen. Müssen unbedingt auch mal gucken, dass wir die Donnerstöcke ein bisschen dicker hinkriegen. So. Da haben wir auch den Weitgucker. Jawoll. So, da haben wir auch die Rampe. Muss ich aber mal kurz ein bisschen rumdrehen hier. Und let's go. Oh. Oh, 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 oh. Nicht genug Boost. Wir waren einfach ein bisschen zu schwer. Wir waren einfach ein bisschen zu schwer. Ja, hier ist ja jetzt auch nicht mehr viel. Komm, dann nehmen wir den da jetzt noch mit. Ich weiß, ich kann schon wieder gerade kein Ende finden. Aber es ist jetzt wirklich der letzte. So. Der müsste ja hier. Ach, der ist oberhalb. Rumgedreht. Nicht zu weit.
Okay. Das war ja jetzt gut eingepackt. Ah, jetzt kriege ich den Wagen hier nicht mehr raus. Jetzt. So, ich höre euch doch tappeln hier, ha? Hat einen Puff gemacht. Ach komm. Erschießen wir einfach. Sonst will keiner mehr. Na gut. Dann nehmen wir uns hier einmal kurz mit. Danke für den Schrott. Den nächsten Schrott. Hier drüben haben wir auch nochmal Schrott. Wunderbar. Hier ist auch nochmal Schrott. Und fertig. Ging ja relativ zügig. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und